Hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Kampfkunst Puh. Lifestyle und heute ein neues Video mit in meinem Gym, Mr. Jean-Claude Van Damme. Und was meinst du, wie war mein Kick? War okay? Kam der Kick gut? Ach, so schlecht war der gar nicht. Sonst zeig mir doch nochmal, wie das richtig geht. Jean-Claude, wie geil war das denn? See you next time. Nein, Jean-Claude. Jetzt kämpfen wir. Jetzt machen wir ein bisschen. Jetzt haben wir ein bisschen Spaß. Komm. You and what army? Bon voyage. So, dann fangen wir auch mal direkt an. Who are you working for? JC, bitte. Talk to me. Ja, mal ganz kurz. Ich gebe mir mal kurz das Schwert. Hier, üb mal ein bisschen. Ranger. Ich will hier nur ganz kurz den Kick erklären, okay? Gut, so. Jetzt kommen wir auch zum Kick. Und zwar geht es darum, JC, Jean-Claude Van Damme, berühmt für seine Splits, das heißt für seinen Spagat, natürlich auch für seine Kicks. Und da wollen wir heute mal ein bisschen drauf eingehen, wie man schön hoch treten kann. Natürlich JC-Style, Jean-Claude Van Damme-Style. Und da werden wir jetzt drauf eingehen. Und ich würde sagen, dazu ist es wichtig, sich aber vorher warm zu machen. Und dazu habe ich schon ein Video gedreht, natürlich wie man sich warm macht, wie man sich vorher ein bisschen dehnt. Und da könnt ihr jetzt einfach mal reingucken. Ich hau mal hier ganz kurz ein Review raus und dann geht's los. Das Allerwichtigste beim Kick ist tatsächlich, und das sagte auch Jean-Claude Van Damme schon in den 80ern und 90ern, das Knie. Ja, umso höher das Knie ist, umso leichter fällt es mir auch zu treten. Das heißt, würde ich anfangen von unten zu treten, das mache ich jetzt mal so, und eine lange Bahn nehmen, ohne das Knie voranzuheben. Das heißt, mein Weg wird ein sehr langer Weg sein, gerade beim Roundhouse Kick, den wollen wir jetzt mal hier gerade machen, beim Roundhouse Kick, dann wird mein Bein auch oben kaum Kraft haben, weil es eigentlich nur ein Mitschwingen ist. Das heißt, ich stehe hier, ihr seht schon, da war wenig Kraft. Es ist schwer, den hochzusetzen und man kommt auch in eine ganz ungewohnte und unbequeme Bewegung rein. Deswegen ganz wichtig, wenn ich einen Kick mache, umso höher das Knie ist, umso mehr Power kommt oben auch raus. Ja? Wenn ich jetzt den Kick nochmal richtig mache, werdet ihr sehen, ich setze das Knie hoch und setze dann am Ende zum Roundhouse-Kick an. Ich bin hier, seht ihr, dann komme ich raus. Ja? Das Knie hinten kennt man auch, ist auch JC-Style. Das ist das Knie dahinter, ja, Blattsport, Kickboxer, hier, ich bin hier und setze das Knie nach. Das ist ganz geil, um sein Gleichgewicht wiederzufinden. Weil ganz viele das Problem haben, wenn sie kicken, hier erstmal so rumschleudern. Hebt ihr das andere Knie, seid ihr erstens für die Abwehr bereit, falls ein Kick, ein Konter kommt, weil der andere pendelt oder. Das heißt, ich bin hier, bin hier gleich wieder sicher, kann hier reingucken. Daher ganz wichtig, hebt das Knie an. Oben geht der Fuß auch nicht nach oben weiter, sondern er wird so ein bisschen schräg nach unten gehen. Das heißt, wenn ich jetzt den Kick mache, kommt er, wenn er oben ist, so wieder runter. Pfupp, seht ihr? Und ich trete auch nie mit ganz durchgestreckten Beinen. Ich mache es mal in die Richtung. Ich trete nicht so komplett durchgestreckt, sondern ich habe es die ganze Zeit in einer leichten Beuge. Ja, ich bin hier, pfupp, in einer leichten Beuge. Das ist alles für mich einfacher und denkt auch immer dran, bei der Abwehr, ja, ist das Knie gestreckt, ist auch das Knie sehr schnell zu brechen. Gerade, nehmen wir uns einfach mal an, da kommt ein Kick, ja, und der kommt jetzt auf dieser Seite, ich gehe einfach nur vor, bap, komm, ins Kniegelenk rein, oder besser gesagt auf die Kniescheibe, ist es kaputt. Als nächstes auch ein ganz wichtiger Teil ist es nämlich der Fuß unten. Wenn ich mit dem Fuß trete, gerade jetzt, was das Standbein angeht, muss ich diesen Fuß rausdrehen. Ich darf ihn nicht stehen lassen. Wenn man darauf jetzt mal achtet, wenn ich jetzt zurückgehe und ich trete und mein Fuß bleibt stehen, ich mache mal den Tritt sehr tief, braucht ihr jetzt oben gar nicht sehen, und ich trete so, dann seht ihr schon, dass sich hier meine Hüfte verklemmt. Seht ihr? So kann ich nicht treten. Das heißt, der Fuß hinten muss ich beim Tritt mit rausdrehen. Am besten schön vorne auf der Zehenspitze mitrutschen. Ja, ich bin hier. Wow. Genau. Was man macht auch im MMA oder auch im Cagefight und hier und da, um beim Muay Thai oder wo auch immer richtig Druck in die Tritte zu setzen, ist vor die Feder zu spannen. Man nennt das auch Federspannen. Das heißt, von hier aus, wenn der Fuß jetzt hier rausgeht, öffne ich hier meine Hüfte. Das heißt, hier entsteht eine Spannung. Und aus dieser Spannung kommt dann der Tritt, ja. Das ist vollkommen egal, ob wir das nun hoch machen
oder ob wir so Tiefhand haben. Aber es ist immer trotzdem dieselbe Grundbewegung. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt hier stehe, muss ich den Fuß immer mitdrehen beim Kick. Seht ihr, ich drehe mit. Dasselbe würde ich auch tun, wenn ich einen gedrehten Spinning Back mache. Ja? Ich bin hier, Spinning Back oder Spinning Hook Kick besser gesagt, muss ich die auch mitdrehen. Weil wenn ich die hier lasse, dann komme ich nicht rum. Also nehme ich auch hier die Spitze mit und kann hier rumdrehen. Das heißt jetzt von hier aus, wenn wir das Ganze mal komplett durchführen, seht ihr, dass alles rund mitläuft. Wenn ich hier stehe, ja, dann kann ich mit dem Fuß rausgehen, dann das Knie hochziehen, den Kick machen oder aber ich setze direkt auf der Spitze und kann von hier aus den Fuß raussetzen. Was auch noch ganz, ganz wichtig ist, beim Spinning Hook Kick hatten wir ja gerade, dreht die Spitze auch hier mit, wenn ich hier bin, drehe ich hier die Spitze mit, weil ansonsten wird es nicht funktionieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann gebt dem Video doch einen Daumen nach oben. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ab in die Comments. Aber ich habe jetzt noch mal eine Frage an Jean-Claude. Jean-Claude, warum übrigens hast du eigentlich in dem Film einen Uppercut immer so gehauen? The bad partner. So gehauen? No! Hey, lass das Schwert mal stehen. Do you like sushi? Yeah!